Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner neuen Folge 15 Sitzung. Dieses Flugzeug ist verdammt laut. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr hört mich jetzt ja ganz laut. Weil ich bin direkt am Mikrofon dran und so. Aber ich habe den Spielsound über Headset, über ein Bash-Headset. Und zwar so ein Headset von Razer, dass ich das... Es war jetzt kein Schleicher, ich wollte es einfach nur erwähnen, damit ihr wisst, was ich für eins habe. Geil, diese Mojens sind da. Auf jeden Fall höre ich mich selber ziemlich schlecht. Wenn der Sound nur ein bisschen lauter ist, dann könnt ihr mich zwar ganz gut verstehen, weil ich hier darüber rede. Allerdings höre ich mich selber sau schlecht und deswegen muss man dann den Ton ein bisschen leiser drehen. Auch wenn es dann für euch eigentlich angenehm war, muss man es trotzdem teilweise runterdrehen, damit man sich selber versteht, weil es ist verdammt schwer zu reden, wenn man sich selber kein Stück hört. Habt ihr schon mal versucht? Das ist hardcore. Deswegen mache ich den Sound immer so, dass ich mich gerade noch selber höre. So, jetzt machen wir erstmal hier eine kleine Busverbindung. Aber erstmal machen wir diese kleine Heulsuse hier. Glücklich. So, wo sind kranke Leute, Junge? Sehe ich nichts von. So. Dann brauchen wir ein öffentliches Transportmittel. Das war Züge, eine Straßenbahn. Klatschen wir da. Straßenbahnhaltestelle. Ist das hier keine Haltestelle? Dann machen wir die erste hier hin. In das Gebiet. Die zweite kommt dahin. Die dritte dahin. 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 Geht ganz schnell überall hin. Ich meine, teuer sind sie nicht, also was soll's. Wahrscheinlich kosten die stündlich 30 Dollar, also Mojens oder so. Aber ist egal. Das ist ja schon alles gewesen jetzt. Ah ne, was müssen wir müssen die jetzt noch ausbauen. Mit 6 solcher Garagen für Straßenbahnen. So. Und natürlich nicht zu vergessen, das Schild, damit die Pizzalieferanten wissen, wo sie die scheiß Pizza ausliefern müssen. So. Jetzt sind wir Minusch. Nice! Dann machen wir ein bisschen Bildung. Die Bildung setzen wir... Hier kommt sowas rein wie... Bildung und so. Käse. Setzen wir dahin. Die Bibliothek. Dahin. Ein Schulbus. So. Doch gut aus. Ah, nicht das Schild vergessen. Und die Flagge. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie wir Geld kriegen. So. Erstmal auf 10% hochgehen. Ich meine, das ist ja sonst lächerlich. Es ist ein bisschen teuer. Das ist verständlich. Das heißt, wir müssen die Mieteinnahmen ein wenig erhöhen. Oder aber noch das. Bitte diese 1300 direkt aufgerechnet. Geschenk 400.000 ist schon fast wieder weg. What the fuck? What? Okay, dann machen wir nochmal Straßen. Aufwerten. Dann werten wir die erstmal ganz stark auf. Einfach erstmal mit die Dichte ein bisschen erhöhen. Gleich. Hier oben das Eck muss ich mal ganz kurz, muss ich nur noch nachher gucken, was ich damit mache. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Mal gucken. Ich möchte mich selber da ein bisschen überraschen. Mal gucken, weil ich plane das nicht ganz genau so 3 Stunden vorher. Ich guck mal so, wie ich das machen kann. Dann gucke ich, wo das am besten hinpassen könnte. Und dann mache ich einfach so auf gut Glück.
was man in der ersten Stadt gesehen hat, was öfter schiefgegangen ist, aber ach, ist ja nicht so schlimm. Ey, jetzt mach da jetzt hier. So. Ihr wollt die Dichte nicht erhöhen. Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht wollen bei diesem komischen Kaff hier. Wie kann ich eure Laune nochmal erheben? Ich könnte Parks bauen, aber da mache ich jetzt dann, wenn schon, mache ich die Parks. Passt nicht, ja, sowieso nicht. Passt nicht. Das wird doch da reinpassen, oder nicht? Ach, puh. Das doch auch. Das doch auch, Leute. Da passen gleich zwei von rein. Alles klar. Ja, machen wir hier Baumreihe hin. Was soll's? Eine zweite geht nicht. Mhm. Wie ist es im Sport? Ah, ist wieso zu groß? Das ist zu groß, was soll denn das? So. Die bauen aus. Es sieht gut aus, ich spare gerade Geld für ein neues Haus. Aha. Wir müssen unsere Ausgaben kürzen, damit wir aus den roten Zahlen rauskommen. Naja. Mal sehen. 200 Grad. Ach was. Ich drehe einfach auf 400. Dann geht's halt doppelt so schnell. Also, ja. 2104 täglich. Wird da nicht drauf gerechnet, ne? So, wie sieht strommäßig aus? Gut, dass ich geguckt habe. Ah ne, warte mal. Das Schild nicht vergessen. Was steht denn da überhaupt drauf eigentlich auf dem Schild? Wind. Geil. Wasser reicht wahrscheinlich auch nicht. Oh doch. Krass. Dann verschnellern wir das Ganze nochmal ein bisschen. Industrie setzen wir da nochmal ein bisschen dorthin. So. Mhm. Da stehen schon akzeptablere Häuser, aber immer noch so kleine Pissdinger. Ich möchte irgendwas machen, damit ich alle glücklich mache. So, zwischendurch mit der nächsten Lieferstation oder so. Aber eigentlich ist es total unnötig. Wobei ich hier zwei Stück machen kann. Das sieht wirklich positiv aus, also ist schon mal gut. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, was kann man sonst noch so Schönes bauen. Um die Dichte der schnell hochzubringen. Die Parks ist halt das Problem. Bauen will man die schon. Aber wo? Ich will ja dafür auch die Gebäude jetzt nicht versauen. Achso, weil es zu laut ist oder was? Er stellt euch mal nicht so an, die Kinders, ey. So ein Windrad stört doch gar nicht. Züge. Setzen wir da mal so ein Ding hin für Züge. Pausieren wir das Ganze mal. So. Dann machen wir da ein neues Abwasserentor hin. Tada. Wir sollten die Straße noch aufwerten. So ungefähr. Da noch ein bisschen. So. Dann gucken wir ganz kurz. Ja, läuft direkt weiter. Sehr schön. So, jetzt sind wir fast im Minus. Dann können wir jetzt wieder zurück zur anderen Stadt wechseln. Weil wir brauchen wieder neues Geld.
Vulcano Island an Wert. Aber das machen wir. Jetzt. Ja, doch, jetzt. Wir haben erst 10 Minuten aufgenommen. Ich wollte gerade schon die Folge ausmachen, ich Idiot. Das geht ja mal gar nicht. Er treibt Lamas zusammen. Der Spruch steht immer irgendwie als erstes oder so. Das ist irgendwie... Naja. So, brauchen wir natürlich die Geschwindigkeit wieder ganz oben. Das sind zwei verlassene Gebäude. Und auch die zwei gut aussehenden. Am Arsch. Oh. Ich weiß, dass da unten eine Quest ist, aber die Quest kennen wir jetzt schon in- und auswendig. Forschungsprojekt. Machen wir einfach mal alle. Gehen wir von vorne durch, machen wir alle. Ist ja nicht so schlimm. Dauert halt ein bisschen. Wie kriegen wir denn noch mehr Schüler? Das verstehe ich jetzt nicht. Noch weiter ausbauen geht ja nicht, also... Oh, was willst du? Bürgermeister, bisher ist die Unterrichtsteilnahme ganz gut. Ich will dennoch nicht, dass einzelne Kinder schwätzen. Könnten Sie bitte einmal genauer darauf schauen, dass auch wirklich alle den Unterricht besuchen? Sorgen Sie dafür, dass an einem Tag 60 Sims zu örtlichen Schulen gelangen. Ist ja auch so schwer, ne? Wie viel, jetzt mal ganz ernst, wie viele Schüler haben wir da? Alleine hier sind es 950. Mhm. Ich will nicht, dass sie schwänzen, Mama. Mal gucken mal ganz kurz, was die hier machen mit von der Müllhalde. Ich mache mit Absicht so, damit ich vielleicht die Wagen sehe. Wie sehe ich die Wagen? Sind die noch alle in den Garagen drin oder was? Ah ne, da fahren sie. Jetzt irgendwie die ganzen Müllbalken sinken so. Ekelhaft. 62 Mülleimer. 100 Mülleimer. 100 scheint Maximum zu sein, habe ich das Gefühl. Es stinkt vom Müll, doch ich glaube takt. Mehr Müll als sonst was. Wobei keiner überfüllt ist. Hab halt gute Müllmänner, boah. Aber irgendwie, die Stadt an sich gefällt mir zwar schon, aber irgendwie vom Aufbau her war die nicht ganz so prickelnd. Aber ich wollte halt mal was anderes machen, so mit Kurven und allem. Aber doch, dieses Vierecksding ist doch... effizienter. Was macht ihr, meine kleinen Schülerchen? Alle auf der gleichen Linie am Laufen. Vor allem, wenn da so viele Schüler sind, wieso nur so wenig Autos? Alle gehen sie zu Fuß. Schon wieder den Bus verpasst. Der ist einfach losgefahren. Ja, dann muss ich hinterher rennen. Einfach die Beine in die Hand nehmen und 50 km/h rennen, Junge. Dann gucken wir mal ganz kurz wegen der Bevölkerungskarte. Sieht gut aus. Oh, das sind Touris. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Zufriedenheitskarte. Leute, alle, die unzufrieden sind, werden sterben. Ganz einfache Sache. Gebäudedichtekarte. Ah, okay. Okay, dann noch ein bisschen anderes gucken. Bum bum bum, Strom. Oh, alles gelb. Ja, sind alle versorgt. Sehr gut. Grundwasser. Alter. Da oben ist auch schon wieder fast leer. Im Ernst, wo setze ich das denn hin? Ich habe keine Ahnung.
Wasser. Gut. Grundstückspreise sind irgendwie niedrig. Ja, vor allem hier, verstehe ich gar nicht. Ja. Jetzt kommen auch endlich hier 0 Uhr. Es ist ja... Cockiers. Was, das ist bestimmt schon wieder runtergegangen, oder? Ah, noch ist einiges. Oh, ich bin ein Ballon! Ich bin ein Motel! Ach, Leute. Was geht ihr denn alle weg, ey? So schlecht ist die Stadt doch auch wieder nicht, ey. Total unfreundlich. Wie, ein Gebäude ist doch verlassen. Ach, jetzt nicht mehr. Ach, dann nicht. So, jetzt ist gleich 0 Uhr. Dann kriegen wir wieder neues Geld. Neues Geld, so. Geld! Bam, 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 bam. So, Veranstaltung planen. Rockkonzert. Dann können wir uns wieder 450.000 schicken wir uns diesmal rüber. Als die Geschenke. Weil dann machen wir direkt 500.000, komm, scheiß drauf. So, und dann gehen wir wieder zurück in die Stadt. Stellt mir vor, ihr wettet hier in Rook Island. Und stellt euch vor, ihr spielt hier und bekommt alle 10 Minuten so eine 500.000 rübergeschickt. Damit ihr auch beim Aufbau der Stadt helfen. Es ist irgendwie krass. Ja. Also die Geld rüber schicken geht plötzlich ganz schnell. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich denke, ich verarsche. Mach mir jetzt ja keinen Stress da. Also ich bitte dich, ja. So. Mach doch mal ein großes Ding. Da passt noch ein kleiner rein. Da auch. So. Aha, aha. Geht doch. So, oh, was hast du? Ich möchte gerne eine Wette mit Ihnen abschließen. Was halten Sie von 5200 Simoleons als Einsatz? Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 100 Sims in die Parks zu holen, haben Sie den Auftrag erfüllt. Nur ein kleiner Tipp, mehr Parks bedeuten mehr Besucher. Ja, 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 ja. Noch 71 Stunden. Ja, 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 ja. Dann bauen wir halt doch ein paar Parks. Einfach nur, um die Dichte zu erhöhen. Ich hab eine Idee. Machen wir das Ding hier zum großen Park. Passt nicht, eiskalt. Passt nicht, eiskalt. Setzen wir da auch noch ein paar Parks hin. Ist jetzt nicht so, als hätten wir es nicht. So. Dann setzen wir da noch ein paar Parks hin. Und natürlich... Das auch noch? Ja, komm, warum nicht? Ist jetzt nichts, als würde ich davon arm werden oder so. So. Ding, 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 ding! Sieht vielleicht grob aus, ist es aber nicht. Oh, Leute!
soll das denn? Willst du dich jetzt irgendwie ärgern oder so? Mal ganz kurz Pause hier, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aha, schon besser. Tada! Tada! Man sieht da, die Gebäudedichte erhöht sich. Dann schmücken wir das Ding hier auch nochmal. Also das da warten wir jetzt erstmal, bis es ausgebaut ist. Dann können wir da noch was dran bauen. Dahinter packen wir dann Parks. Falls passt. Dann erhöhen wir hier nochmal die Straßen ein bisschen. Tada! Es reicht, verbrannt hier. Wir müssen unsere Ausgaben kürzen, aber bla bla bla. Ist ja gut. Dann brauchen wir noch mehr Spielhallen, würde ich sagen. Was ein Glücksspiel! okay, der war schlecht. Fällt mir ein, wir haben vergessen, die Dinger zu machen. Ja, ich weiß, es sieht sehr realistisch aus mit den Bushaltestellen, dass die alle 5 Meter sind. Aber dann ist halt alles grün. So. Natürlich einen noch direkt vorher davor ist. Das ist ja, ich hoffe, es klappt so. So. Hätte ich fast vergessen. Also, ja. Na, da haben wir schon geschafft, ist das erste Gebäude, was sich hochzieht. Ist das übrigens schnellste Geschwindigkeit und das zieht sich so langsam hoch. Tada! Pension Carlisle, looks very, oh mein Gott, ist das schön. Das ist jetzt auf jeden Fall hohe, also hier, das sehr gehobene Volk, was also sehr reich ist und so. Für reiche Personen, weil es ja so viele Parks und alles gibt. Allerdings nur mittlere Dichte. Aber ich ehrlich gesagt, ich muss immer zugeben, ne? Ich verstehe nicht, warum das hier so eine hohe Dichte sein soll. Ich finde, in so einem Haus es viel gemütlicher wäre, als in so einem komischen Bunker. Oder gibt es eine Schießerei? Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der die Meinung hat, aber... X für U-Kredit. So. Jetzt machen wir aber ein paar von den geilen Casinos. Ups. War doch da richtig, ja, ich bin noch nicht doof. Doch bin ich ein bisschen, aber egal. So, dann machen wir trotzdem noch... Erhöht Grundstückspreise. Grundstückspreise erhöht, klingt immer gut. Komm, klatschen wir das Ding einfach dahin. Was soll's? Oder? Ja. Ah. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt hier auf Parks drücke? Naja. Naja, hat ja nicht wirklich viel gebracht. Erhöht Grundstückspreise, also das Globetheater kann man auch noch da reinklatschen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch den Kölner Dom. Warum eigentlich Kölner Dom? Warum können wir den denn bauen? Mit welcher Begründung?
Dann machen wir natürlich noch das Hotel hier hin, damit die Leute fürs Casino pennen können. Etisikopan ist doch ein Riesenhotel eigentlich, oder? Dieses gewählte Wohngebäude bringt auch in die am engsten gebaute Stadt noch den nötigen Schwung. Ursprünglicher Standort, bla bla bla, in Sao Paulo, Brasilien. Ist das nur eine Touristenattraktion oder ist das eigentlich jetzt wirklich so ein Hotel? Ja, cool. Ja, sieht aus wie ein Hotel. Ja doch, Touristen. Ja, geht doch. Jetzt erhöhen sie ja auch schon ein bisschen die Dichte. Beziehungsweise die Einkommensschicht und Dichte, was weiß ich. Ach ja, Müll. Hätte ich fast vergessen, dass Müll ist. Garage für Transporter wiedergewonnener Materialien. Garage für Wertstoffsammelwagen. Oh Gott. Oh, warte mal. Das kann jetzt ein bisschen... So. Kompliziert werden, sag ich jetzt mal. Ja. Läuft ja prima. Drohende Finanzprobleme. Ja, ja, leck mich im Arsch. Ja, dann machen wir halt das nächste Mal nochmal. Oh, ich hab Überlänge. Oh, nö. Na egal, na freut euch. Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal dann nochmal ein bisschen Geld drüber schicken. Dann machen wir das mal jetzt noch ein bisschen weiter. Aber jetzt Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.